So, willkommen bei German as the Playground. Benny hier. Michi hier. Ja, ich habe meinen Co-Moderator, die Kamerafrau von ihm, gezwungen, hierher zu kommen nach dem Feierabend beim Schnell. Das Boot nochmal fahren. Da ist es. Welches war es nochmal? Feilun FT012. Okay, 45 cm Brushless Motor. Ab geht's. Und zoomen diesmal richtig, ne? Alter! Was ist richtig schnell oder was? Ja! Sonne, nichts sehen kannst auf Display wegen. Das ist ein Strudel, Alter. Ich hab gerade Strudel erzeugt. Ich glaub, das ist so geil, finde ich, ey. Das ist ein Kurvenspeed, ey. Der springt, Alter! Der liegt so geil im Wasser, ey! Also ich muss echt sagen, ich bin immer noch sehr begeistert von dem kleinen Ding. Sobald in der Kurve fliegt, dann zieht er so rum. Oh, da war immer aus dem Bild, ey. Zu schnell. Ah! Ich krieg den so schnell nicht, Mann. Ist zu schnell für dich, wa? Ja, wir fahren ja hier im See, deswegen habe ich auch nicht vorhin einen Frontrammer dran, das sieht irgendwie scheiße aus. Ich glaube, der ist für Schwimmbecken gedacht, oder? So, jetzt gebe ich mal an die Kamera vor ab. Hier, fahr! Ich hoffe, du Kopf zu schütteln. Du bist im Fernsehen. Erklärst du dir das nochmal eben? Das weiß ich doch. Trimmung musst du nichts machen, ne? Und Dual Ride auch nicht? Nee. Kennst du ja. Gas und Lenken. Oh! Was ist denn du, Hubble? Jetzt lass mal richtig rein da. Alter! Du denkst, das fährt auch weiter, aber zack, fährt das in die andere Richtung. Alter. Ja, wenn der gegen Welt kommt, dann überschlägt er sie irgendwie halb, ne? Ja, gegen eine Wellen plus dennoch Kurve, das ist klar, ja. Dann drückt er ihn wahrscheinlich weg. Also, das wäre trotzdem richtig Hammer, das schneidet er ja auch gut durch. Also das ist gar nicht so einfach, das außer Kontrolle zu bringen, finde ich. Und dieses kleine Hobbeln, das machen ja auch größere Boote, das ist ja normal eigentlich. Ja, das kannst du gar nicht verhindern, sowas. Ja. Ich finde geil, wie das Wasser da hinten nur spritzt. Und macht Spaß. Ja, Kopf schütteln. Ja, sie schüttelt den Kopf. Oh, Alter. Wie die das abgeht, ey. So getan, als wenn sie dahin abkacken, Mann. Ja. Oh. Alter, das geht nicht, ey. Geht nicht, ey. Sieht so geil aus, ey. Ja. Wenn der da ins Wasser eintaucht, ey. Alter, zack, da rum. Ja, lass den Gatt auch mal fahren, der ist auch. Nee, ich will, Mensch. Ich weiß so, egal. So. Tauschen wir einmal durch hier. Ja, okay.
Also Kamera wird rübergegeben. Siehst du den? Ich darf Fuß machen. Juhu. Ja, da hast du ja keins. Nicht mehr. Akku leer. Gar nichts. Vollgas! Toll! Super, danke! Ja. Okay. Ja, mein zweiter Akku ist leider noch nicht da. Ja, da fahre ich denke ich auch nicht mehr so weit, weil sonst muss, glaube ich, wenn die da schwimmen gehen, oder? Kann man das nicht mehr mit umdrehen oder so? Ja. Nee, gut. Ja, da war zu viel Vollgas. Da ist der Akku schon leer. Ja. Ja, wir gucken gleich noch mal rein, wegen Temperatur. Jetzt sind wir einen Akku mit Vollgas durchgefahren. Ja, nicht richtig Vollgas, jo. Wegen der Temperatur. Gut. Und wegen Wasser. Ja, schalten gleich nochmal zurück. Jo. Ja, klar. So, da sind wir zurück. Jetzt öffne ich mal das Boot, mal gucken, was das jetzt... Also, minimales Wasser. Wird mal ein bisschen, vorsichtig. Da, also. Ach, da ist es. Wir bilden ja die Auslassöffnung. Ja, gucken wir mal. Ja, da pisst hier hinten irgendwie vom Ruder weg. Also, ja, das geht über den Ruder wahrscheinlich. Da sehe ich noch ein bisschen was in der Ecke, also ja. Ganz minimal. 5 Minuten würde ich Vollgas, ne? Motortemperatur? Chat, ich habe kein Messer heute mit. Temperaturfühlung. Kann man anfassen? Den kann ich. Also den kann ich eine ganze Weile anfassen. Akku ist ein bisschen warm. Gut, das ist der Billig-Akku noch hier. Oh, der ist aber sehr warm. Der hat gut gezogen. Oh ja, der hat der Temperatur. Ja, aber ansonsten hier. Also der wird auch seine 45 Grad Minimum haben. Der ist das echt. Ist krass, ja. Ja gut, ich habe jetzt SLS-Akku Akku bestellt für das Boot. Mhm. Da wird sich zeigen, also der wird wahrscheinlich da nicht so beeindruckt von sein. Nö, der wird wahrscheinlich normale Temperatur nachher kriegen. Ja, schön Dreck mitfetzt hier. Ja, gut, das also das war jetzt das zweite Video, das war nicht die zweite Fahrt, aber das zweite Video von dem Boot und ja. Ich denke, wir sind zufrieden, ne? Ja, vielleicht kommt eine dritte Fahrt, ist voll geil. Ja. Okay. Und tschüss. Tschüss. Ja, ist wie bei Boxenstunden sehe ich nicht Funke. Ich selber habe sie auch schon gehabt. Die wurde nie benutzt an diesem Auto. Normalerweise soll man das Auto ja benutzen, wie es ist halt, wenn es kommt für uns.